Lidl, Vemondo, vegane Whips. Ja, Whip in vegan. Klingt nicht schlecht, kann aber auch ja ein komplett anderes Produkt sein, als was man sich vorstellt. Ich glaube auch, dass ich hier ein anderes Produkt erwischt habe, als was ich mir vorstelle. Denn ich denke hier so ja an richtige Rippchen, also mit so einem nachgebildeten Knochen. Es ist aber, glaube ich, eher was, was wir aus dem Fastfood-Bereich kennen. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen. Vegane Wraps von Lidl Vemondo. Heute ganz frisch gekauft, war bei Lidl in der Werbung. Kostet 2,49. Ich habe 50 Cent noch Rabatt bekommen über die Lidl Plus App. Ich nutze ja die Apps, also mir ist es egal. Ich weiß, jeder muss ja selbst entscheiden, ob er so eine Daten-App nutzen möchte, weil wir kriegen Rabatte. Dafür kriegen wir, wenn wir kriegen Rabatte, dafür kriegt Lidl Daten. Und das ist das Gleiche bei Rewe, Edeka, Kaufland und Co. Das ist bei jeder App das Gleiche. Muss man sich dafür entscheiden. Mich stört es nicht. Ich finde es praktisch, wenn man mal ein bisschen was sparen kann. Und natürlich, dass ich da drin alle Sachen habe, die ich für den Supermarkt brauche, also Prospekte und Co. Und da hatte ich dann diese Whips gesehen. Das ist eine 240-Gramm-Packung und die soll wunderbar auf den Grill gehen. Oder in der Pfanne. Das könnt ihr euch entscheiden, wie ihr machen wollt. Angeblich geht es aber auch auf den Grill. Wir stehen am Grill, also werfe ich dir gleich da drauf und bin gespannt, ob das wirklich was kann. Es ist natürlich eine vegane Alternative. Ich habe mir diese beiden Wips jetzt so wirklich vorgestellt, wie ich es aus dem Vorspann gesagt habe, das mit dem Knochen, also Rippchen. Also ich hoffe jetzt auf Rippchen in vegan. Vielleicht mit einem veganen Knochen nachgebildet, mit irgendwas in der Mitte, damit das vegan hart ist. Ich habe es mir aber gerade schon einmal ausgepackt angeschaut, weil ich habe die Packung schon leer gemacht, da das Zeug tiefgefroren ist. Und das sieht eher so aus wie der hier. Wie der McWhip. Ja, wie der Rippchenburger von McDonald's. Jetzt fange ich schon mit der falschen Fastfood-Kette an. So sieht das Ding nämlich aus. Es ist wirklich ein tiefgefrorenes, ja, durchgängiges Patty, was nur diese Rillen hat. Und da gieße ich dann noch ein bisschen Glaze drüber und das war's. Ob das jetzt wirklich Rippchen sind, so wie man sich das vorstellt, aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, einen veganen McWhip herzustellen, wenn man zu Hause sich einen machen möchte. Der ist ja immer noch beliebt und es ist ja auch kein richtiges Rippchen, was ihr da bekommt. Das ist ja auch nur geformtes Fleisch. Wir gucken hier nochmal auf die Zutatennährwerte. Was ist denn in diesem Burger? Jetzt bin ich schon voll im Burger-Modus. Was ist denn in diesen Rippchen sozusagen drin? Also vegane Rips auf Basis von Raps- und Erbsenprotein, gegart, angefrittiert und mit separaten Barbecue-Glaze tiefgefroren. Die veganen Rips sind auf Basis von 5 Wasser und 15% Öl. Das heißt, also 100% sind wir hier bei 60, 70% Wasser. Hundertprozentig. Also 60% Wasser, 15% Öl, das kommt sicher hin. Weil wenn jetzt nur noch 8% Erbsenprotein kommt und darunter keine Angaben mehr, bewegen wir uns in einen ganz tiefen Bereich. Also es wird hauptsächlich ein gebundenes Wasserprodukt leider sein. Zwiebeln, gehackte Sonnenblumenkerne, Gewürzextrakte, Gewürze, Stabilisatoren, ist Methylcellulose, das ist nicht schlimm, das ist in vielen Produkten drin, auch in Fleischprodukten. Natürlich Aromen, Zucker, Senf, Wasser, Senfsaft, Brandbeeressig, Speisesalz, Gewürze, Petersilie, Pfeffer, das rote Beetesalz. Ein bisschen Rauchzeug ist mit dabei, Karamellzucker, Raucharoma zu erwarten. Und im Glaze ist Ahornsirup, Brandbeeressig, Speisesalz, Gewürze, Extrose, Verdickungsmittel, Santan. Zutatenliste lang, aber nichts Schlimmes drin. Also nichts, wo du jetzt sagen müsstest, oh mein Gott, was, wie kann man das denn nur essen? Es ist alles okay, bis auf Gewürzextrakte. Das ist immer so ein Thema. Ich finde richtige Gewürze halt schöner. Kalorien haben wir 246 auf 100 Gramm, 7,5 Gramm davon sind Eiweiß, Salzgehalt 1,45, Zucker 9,4, kommt halt durch diese Marinade, die da drin ist, und Fett und Co. könnt ihr ablesen. Ja, und die soll ich jetzt auf den Grill werfen oder in der Pfanne. Auf dem Grill dauert es 5 Minuten, auf der Flamme grillen, dann nochmal in den indirekten Hitzebereich legen, dann das Glaze drüber bestreichen und 3 bis 4 Minuten dort noch verweilen lassen. Ich denke mal, dass der Glaze ein bisschen wärmer wird oder sich verteilt. Oder in der Pfanne das gleiche Spiel, da aber 6 Minuten und dann am Ende noch bestreichen. Also drauf auf den Grill damit und ich bin gespannt, ob das Produkt jetzt wirklich was kann oder ob es einfach wieder nur nett gemeint ist. Weil das haben wir leider ganz oft im veganen Bereich, was ich manchmal ein bisschen schade finde. Dann lieber sagen, was Geiles machen, statt unbedingt alles umzusetzen. Es muss ja nicht unbedingt immer alles als fleischfreie Alternative existieren. Ist immer Ansichtssache, aber jeder hat seine eigene Meinung dazu. Und so schauen diese veganen Whips jetzt aus. Ja, eins habe ich hier gerade schon gedreht. Ich muss jetzt hier noch das andere drehen. Man sieht, dass da irgendwie Flüssigkeit rauskommt, dass sie halt wirklich nur so geformt sind. Aber halt nur von einer Seite. Oh, jetzt ist schon ein bisschen dunkel geworden. Naja, ich grill hier einfach mal weiter. Vielleicht schon müh zu dunkel. Aber ist nicht so einfach auf dem Grill mit so veganen Produkten, wo du halt nicht so wirklich die Erfahrung mit hast. Ich mache das nur noch ein paar Sekunden, dann kommt noch mal die Glasur drüber. Und dann darf das noch mal ganz kurz ja bei indirekter Hitze ein bisschen ziehen. So, und die drei sind jetzt fertig. Und jetzt soll ja dieses Glaze hier drüber, was ich gleich noch ein bisschen verteilen muss. Aber ja, so sahen die halt aus, wenn sie gegart sind. Das funktioniert auf jeden Fall. Wie gesagt, man muss halt Sorgen haben, dass sie verbrennen.
Aber ich verteile das jetzt hier mal, diese Barbecue-Soße, und dann soll das ja noch ein paar Minuten ziehen. Und so schauen sie jetzt fertig vom Grill aus. Ja, die Glasur, die man dann nochmal verteilt hat, läuft wieder zurück in die Mitte und wird dann relativ formstabil, so wie, wie Marmelade, könnte man was sagen. Das ist wie Gelee gerade. Da bewegt sich nichts mehr. Da kann ich schütteln, wie ich will. Diese Marinade ist jetzt in diesen Rillen eingezogen und ist da drin fest. Ja. Ah, das sind sie. Das sind diese veganen Whips. Ich werde jetzt eins noch aufschneiden natürlich für euch, damit wir einmal diesen Anschnitt auch sehen können. Vielleicht mache ich sogar längs. Ich weiß noch nicht wie. Mal schauen, so dass es für euch optimal ist. Aber wir schauen mal. Vom Geruch kann ich ja schon mal sagen, riecht nach nicht viel. Riecht eigentlich nur noch ein bisschen Barbecue-Soße. Mal gucken mal. Und so schaut es jetzt aus, wenn wir es einmal aufschneiden. Ja, viel kann man jetzt nicht erkennen. Ne? Man sieht einfach nur, dass es da so ein Anschnitt ist. Es ist an sich die gleiche Masse wie von außen. Es ist ein komplett geformtes Stück. Wo halt Glasur mit dabei ist. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Aber optisch kann ich euch nicht viel zeigen, außer das, was ihr jetzt seht. Darum ab ins Probieren. Und mal schauen, ob es ein bisschen wie so diese McRib oder Rippchen oder ähnliches schmeckt oder komplett anders. Also auf ins Probieren des veganen Rippchens. Für mich ist das einfach so. Warum? Wenn da veganen Whip draufsteht, hätte ich jetzt wirklich Rippchen erwartet. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Könnt ihr gerne schon mal erwähnen. Aber es ist wirklich nur so ein Hacksteak. Ne? Ein veganes Ripp. Hacksteak oder angelehnt an dieses Rippchen. Vom Geruch. Es riecht hauptsächlich nach der Glasur. Und noch irgendwas anderes. Das kann ich aber nicht ganz identifizieren. Also riecht jetzt nicht super, muss ich sagen, lecker. Muss man einfach mal sagen. Es ist einfach, es riecht einfach nach irgendwas. Aber nicht irgendwie, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, da läuft mir jetzt das Wasser im Mund zusammen. Ihr wisst, ich bin offen für Alternativprodukte. Ich probiere mich gerne neutral dagegen durch. Aber wenn es nichts kann, kann es nichts. Das wisst ihr mir. Wisst ihr bei mir. Darum bin ich jetzt gespannt, wie das schmeckt. Das ist nicht geil. Konsistenz. Klingt so bescheuert wie saftiges Mehl. Aber du hast diese Mehlig-Sandigkeit. Du hattest aber irgendwie auch eine Saftigkeit. Dann beißt du immer auf irgendwas rum, was irgendwie so Widerstand hat. Wie auf so, das ist jetzt blöd, ein blöder Vergleich, was vegan ist, wie ob du auf Gras drum beißt, also ob du so, oder auf so einen Stängel. Oh nee, das ist nicht lecker. Also es hat überhaupt nichts dazu. Schmeckt nicht wie ein McRib, das schmeckt nicht lecker. Es hat eine gewisse Pikantheit, ein bisschen Schärfe ist auch da. Die Barbecue-Soße ist hauptsächlich süß. Ah, nee, aber das ist konsistent. Ich weiß noch nie, warum ich mir jetzt ein zweites Stück im Mund gesteckt habe. Das ist so ein Produkt, das braucht man nicht. Warum? Warum macht man das? Und warum wird das dann noch so promotet von Lidl? So extrem. Hier, jetzt gibt es vegane Whips. Nee, nicht ansatzweise. Das hat nichts mit Rippchen zu tun. Es schmeckt nicht ansatzweise wie der McRib. Zum Beispiel jetzt, oder dieses Fleischpatty von dem McRib. Schmeckt es auch nicht ansatzweise. Das ist wirklich ein typisches veganes Produkt, was man meiner Meinung nach als Fleischalternativesser, jetzt muss ich aufpassen, wie man es formuliert am besten, also als Alternativesser nicht braucht oder nicht will. Das hat nichts damit zu tun. Damit kriegst du keinen Fleischesser überzeugt, zu sagen, ich esse weniger Fleisch, wenn ich das habe. Nein, wird er nicht, hundertprozentig nicht. Das isst du nur, wenn du als Veganer lebst und sagst, ich habe schon lange keine herzhaften Sachen mehr gegessen und ich hätte jetzt Bock auf sowas Ähnliches. Wo du dann vielleicht sagst, okay, das schmeckt mir vielleicht. Aber es hat nichts mit Fleisch zu tun, nicht ansatzweise. Es ist einfach nur diese leichte Barbecue-Soße und das Herzhafte, aber dann kann ich auch was Geiles anderes Veganes essen. Dann mache ich mir lieber einen geilen veganen Tofu, also veganer Tofu. Ich mache mir einen geilen Tofu und mache mir da eine geile Barbecue-Soße drüber. Der schmeckt besser, meiner Meinung nach. Also dann brauchst du nicht diese Texturengeschichte. Das ist von der Zutatenliste, wie gesagt, völlig okay. Da ist jetzt kein Scheiß drin. Ist einfach so. Es ist okay völlig von der Zutatenliste. Natürlich sind viele Zutaten, aber wir haben ja gesehen, da sind Zwiebeln drin, Sonnenblumenkerne drin, es ist Zucker und Senf enthalten, Branntweinessig, Salz, Petersilie. Das ist ja alles legitim. Aber in der ganzen Kombination ist es nicht das, was es sein soll oder was es uns vorspielen soll. Darum ist das ein Produkt, was ich nicht gutheißen möchte. Es gibt gute vegane Alternativprodukte, die ich auch sehr gerne privat für mich kaufe. Das würde ich mir auf keinen Fall wieder kaufen. Das hat nichts mit dem zu tun, was draufsteht. Das ist einfach nur ein herzhaftes Grillprodukt. Aus pflanzlichen Zutaten.
mit einer Barbecue-Glasur. Wie gesagt, nehmt euch lieber einen geilen Tofu oder einen Grillkäse, wenn ihr dessen vegetarisch wollt, isst eine geile Barbecue-Soße zu. Da habt ihr mehr von als das, muss ich sagen. Weil das ist auch einfach nur irgendein Produkt dazu gegeben. Sorry. Punktemäßig gibt es da für mich maximal. Jetzt überlege ich gerade, maximal ist schon blöd, weil ich überlege gerade gar nichts zu geben. Ich gebe noch 0,5 von 5. Es ist wirklich nichts. Lasst es. Ich muss jetzt wirklich überlegen, was mache ich. Eins ist schon wieder so, ist okay. Wir könnten auch noch einen sagen. Es wird der ein oder andere sicher aufessen wollen, aber es hat nichts für mich als Fleischalternativenesser zu suchen. Und ich kann auch nicht verstehen, wenn jemand sagt, er ist vegan, dass er das halt gut findet oder gut heißt, wenn das dann so ist. Es hat nichts mit dem Originalprodukt zu tun. Das ist wirklich was komplett anderes. Was es genau sein soll, verstehe ich nicht. Schmeckt mir persönlich nicht. Und ich sage, wir sind sehr, sehr offen für solche Produkte. Aber das ist wirklich nichts. Gerade durch diese leicht fasrige Konsistenz, das hatte ich gerade schon wieder fast vergessen. Das ist wie, ob du auf so einen Stängel drauf rumbeißt von, ich komme gerade nicht drauf. Irgend so ein Stängel, wenn du den irgendwo mit zwischen hast. Einfach zu grasig. So, reicht. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Euer Bob. Hat mich rausgehauen. War der letzte Test für heute und der war auch nicht mal gut. Sorry.